Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. In diesem Video geht es darum, dass ich euch ein paar Links und ein paar interessante YouTube-Kanäle zeige, die ich mir gerne anschaue, wo man sich gut informieren kann oder kaufen kann. Und ja, da fange ich einfach mal an und erzähle euch mal was. Der erste YouTube-Kanal, den ich ganz gerne gucke und wo man auch interessante Infos, Tutorials und so kriegen kann, ist der von Kascha. Kascha ist ein Hund und ihr Frauchen und das Hundilein zeigen immer ganz interessante Tricks und Do-it-yourselfs und sowas alles. Die zweite Seite, die ich euch gerne zeigen würde, ist ein Ratgeber über Meerschweinchen. In diesem Video geht es ja meist um Kaninchen, aber ich kenne ja früher auch mal Meerschweinchen und da habe ich mich eigentlich gerne informiert. Die machen immer, das ist Siffel, die machen immer Tests und ja, Siffel ist so eine Seite, da sind ganz viele Meerschweinchen, die testen Sachen, die geben Empfehlungen raus. Und so weiter und so fort. Schaut einfach mal auf die Internetseite. Der dritte Link ist auch wieder eine Internetseite über Frettchen. Da habe ich mich früher auch ziemlich viel informiert. Es sind gute Infos bei, gute Tipps bei. Und ja, sie heißt auch einfach nur Frettchenseite. Ganz einfach. Ja, das ist ein ganz guter Ratgeber für die ersten Tage zum Informieren. Vierter Link ist auch wieder ein YouTube-Kanal, nämlich der YouTube-Kanal von PomTube. PomTube, sie hat einen Pomeron, ich weiß gar nicht, wie die kann sein. Auf jeden Fall, sie hat einen Spitz und sie macht halt auch Do-it-yourselfs, Hauls, Tricks. Alles Mögliche halt mit ihrem Spitz. Ja. Der fünfte Link ist wieder eine Frettchenseite, heißt Frettcheninfos. Frettcheninfos ist auch wieder eine super Seite für Anfänger gerade. Haben wir auch ziemlich viel informiert. Da kriegt ihr eigentlich alles raus, was ihr so gerne wissen wollt. Über Frettchen. Der sechste Link ist auch wieder eine Internetseite, diesmal über Hunde, Spaß mit Hund. Dort werden Tricks gezeigt, wie man klickert, Spiele, Beschäftigungsideen und so weiter und so fort. Also ich mag da ganz gerne mal raufgehen, denn da findet man immer super Anregungen und ja, schaut es euch einfach mal an. Der siebte Link ist auch wieder eine Internetseite über den Hund als Partnerhund. Das ist auch eigentlich vieles Tricks für den Sommer, also Tipps für den Sommer, Tricks, Do-it-yourself, alles Mögliche halt. Wie viel Beschäftigung braucht ein Hund, also wie viel Auslauf und. Ja. Die achte Seite heißt Wotan gegen Hundehass. Die Seite stellt sich den Hundehassern quer, hat viele Geschichten, Anregungen und so weiter zu bieten. Nicht spezifisch für den Hund, sondern eher gegen die Hundehasser. Ja, das ist eine super Seite, das ist auch eher so eine Homepage. Und ja, es bringt einfach ziemlich viel Spaß, auf diese Seite zu gehen, auf diese Homepage. Schaut es euch einfach mal an und schreibt in ein Gästebuch, dass ihr von den Kuschelmonstern seid. Ja, wie war ich jetzt schon? Achso. Dann habe ich den neunten Link, das ist auch wieder ein YouTube-Kanal, nämlich June Italian Greyhound. Sie hat zwei Windspieler und ja, sie macht halt auch wieder wie die anderen, do it yourselfs und Tipps, Tricks, was auch immer.
erzählt Lustiges über den Alltag und so. Ja. Der 10. Link ist auch wieder ein YouTube-Kanal. Auch wieder über einen Hund, einen Labrador. Icarus Doodle. Früher hieß der Hund Icarus. Jetzt, seit ein paar Tagen, Wochen, keine Ahnung, heißt der Hund Jimmy. Ja, sie macht halt auch wie die anderen Tipps, Tricks, was auch immer. Und jetzt gerade, wie ich eben gesagt habe, früher Icarus, heute Jimmy. Ja, ihr Hund heißt jetzt Jimmy und auch wie sie die Namensänderung gemacht hat, erklärt sie in ihrem letzten Video, falls sie nicht jetzt schon wieder eins hochgeladen hat, während ich das gerade aufnehme. Ja. Auch wieder über Hunde, auch wieder ein YouTube-Kanal ist iDogU. iDogU macht, wie alle anderen, auch Tipps, Tricks etc. pp. Ja, ist auch wieder ein Hund. Bringt einfach Spaß, darauf zu gehen. Diesmal auch wieder, wer hätte es gedacht, ein YouTube-Kanal. Aber diesmal ist es etwas anders, sondern es ist über Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster und ich glaube, es sind sogar Fische, nämlich Happy Animals Happy. Sie erzählt alles über Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und auch für Fische. Ich weiß gar nicht, ob sie noch hat, aber ich denke mal schon. Also sie macht halt nicht mehr so viele Videos über ihre Fische. Ja, Happy Animals Happy ist eine sehr interessante Seite, also interessanter Kanal. Man lernt viel, wie man zum Beispiel ein artgerechter Stall aussieht und. Ja. Ein YouTube-Kanal, der auch über Hunde ist. Sie hat 3 Hunde, also Glücksquoten 12. Sie macht wie die anderen auch Tipps, Tricks, do it yourselves. Und nimmt euch auch zwischendurch mal mit in den Urlaub und so weiter. Also ein ganz netter Kanal. Sie hat auch erst vor ein paar Monaten jetzt einen Australian Shepherd, war es glaube ich, Welpen bekommen. Sehr süß. Und sonst hat sie 2 auch noch aus dem Tierschutz. Ja. Noch ein interessanter Hundekanal ist Chewy the Dog. Chewy the Dog, das sind 2 Spitze. Diese 2 Spitze sind ziemlich süß. Und sie macht halt auch wie die anderen Tipps, Tricks, do it yourself und so weiter. Sie spricht auch viel über Kastrieren und. Also einfach mal drauf schauen. Dann gibt es noch einen interessanten Kanal, den ich jetzt auch noch nicht so lange habe, nämlich Chaos Trickster Alfie, ein kleiner Hund. Die beiden tricksen halt sehr gerne, sind ein eingespanntes Team und wie sie die ganzen Tricks lernen und so weiter, das erfahrt ihr auf ihrem Kanal. Jetzt sind wir, glaube ich, mit den ganzen, jetzt sind wir mit den Kanälen fertig. Jetzt habe ich aber noch 3 Internetseiten. Nämlich einmal, wo ihr alles über Kleintiere wissen könnt, ob Ratten, Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen, Degus, Chinchillas, ja, weiß gar nicht, ob da noch was drauf ist. Auf jeden Fall auf thebrain.de. Thebrain ist eigentlich die Brain. Ich glaube, Brain war früher mal ein Meerschweinchen. Wenn ich mich noch daran erinnern kann, irgendwie war es auf jeden Fall ein Tier von ihr und darum heißt es auch die Brain eigentlich, aber thebrain. Spricht man es, glaube ich, aus. Wenn nicht, berichtigt mich. das ist eine interessante Internetseite, wo wirklich alles explizit steht. Also man braucht da nur einmal raufgehen und man hat wirklich alles. Von Gehegebau, Gehege allgemein, was muss man beachten, Fütterung, Vergesellschaftung. Alles, also wirklich alles steht da drauf. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, da ein Auge mal raufzuschauen, weil eine andere Seite kenne ich nicht, wo wirklich alles haarklein steht. Und auf eure Mithilfe sind die auch immer wieder angewiesen.
Ja. Dann noch eine Seite, wo ich gerne bestelle, nämlich Zoo Plus. Ja, da bestellen wir halt auch mal ganz gerne unsere Leckerlis, Spielzeug, was auch immer. Zoo Plus ist eine sehr günstige Seite, finde ich zumindest. Ab 19 Euro bekommt man da auch Versandkosten frei ausgeliefert. Ja, also ich bin zufrieden mit Zoo Plus, hatte noch nie Probleme, noch nie Schwierigkeiten damit. Ja, einfach mal austesten. Und dann noch die letzte Seite, aber mit einer der wichtigsten für mich, nämlich Tierforum. Da könnt ihr wirklich alle eure Fragen stellen zu jeder Tierrasse. Es wird eigentlich immer kompetent geantwortet. Natürlich gibt es wie in jedem Forum auch mal Streit, aber man ist da doch, wenn man da schon ein bisschen länger ist und sowas alles, also nicht länger, was heißt länger, aber wenn man da gut mitschreibt und mit den anderen gut versteht, wenn man schreibt und sowas und nicht immer nur zickig ist, so wie ich vom Anfang. Ich war früher beratungsresistent, muss ich dazu sagen. Dafür entschuldige ich mich heute auch nochmal. Ja. Dann ist man wirklich ein eingespieltes Team und ja, man hält da einfach zusammen. Man wird nicht für jede Kleinigkeit angemault, sondern die meisten verstehen es. Es gibt natürlich immer mal welche, die abdriften, aber ja. Ich kann das Tierforum nur empfehlen. Ich wollte oftmals da mal raus, aber ich habe es dann doch nie geschafft, weil ja, es ist einfach wie so eine kleine Familie geworden. Gut. Das waren meine 100.000 Millionsten Links, YouTube-Kanäle, Internetseiten, was auch immer. Alle diese Sachen schreibe ich euch in die Kommentare-Session, in die Infobox mit den Links. Wenn ihr dieses Video ausgehalten habt, dann und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal kommt, glaube ich, das Video, wo ich nicht mit Grace das beibringe, den Rückruf mit der Pfeife, weil sie das schon ziemlich gut kann. Also, sie kann es noch nicht perfekt, aber ich finde, für ein Video reicht es schon langsam. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Hoffentlich, wenn schönes Wetter ist. Ansonsten mache ich doch nochmal ein anderes Video. Und bis dahin. Tschüss!